Tagen, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur Ausbeute meiner geheimnisvollen Stallmeister. Und zwar ernte ich diese sozusagen mit euch gemeinsam jetzt hier eben hier ab in diesem Video. Ich habe mir 8 Stück an der Zahl, wenn ich mir nicht verzählt habe, bis 8 kann ich gerade auch noch zählen, mir gekauft. Allerdings, Level 10, es ist nicht mein Hauptaccount. Es ist ein Account, den ich mir mal vor Ewigkeiten, vor ein paar Monaten erstellt habe, als damals die TG-Aktion gab. 450 TG, glaube ich, sind es für nur 2 Euro was. Deswegen stehen auch hier die Setzlinge, beziehungsweise die Bäume eben hier, die was damals aus den Setzlingen rausgekommen sind. Ja, wie auch immer, also 8 Stück an der Zahl habe ich mir eben hier geholt. Kosten ja wie gewohnt 15 Tulpkunden. Für ein paar Tulpkunden könnte man sie sofort beenden, sonst dauern sie 5 Stunden, bis diese dann eben fertig ist. Und mit etwas Glück bekommt man dann vielleicht gar den neuen Stall. Die Wolfshöhle ist der neue dabei, also Wolf als neuer Stall. Der sieht so aus. Wäre natürlich schön, wenn ich den dann gleich bekommen würde, eben hier. Sonst Hamsterstall ist übrigens zum letzten Platz. An dieser Stelle kann man alle auch dann noch bekommen. Oder könnte natürlich auch Classic Plus, Upgrade, Gelb oder was auch immer levelabhängig bekommen, eben hier, beziehungsweise auch Werkstuben. Ja, kann man noch bis morgen, den 30. November, 22 Uhr, diese kaufen. Man kann sie natürlich auch kaufen und irgendwann später aufstellen. Also man muss ja nicht aufstellen, wenn man sie während des Zeitraums, wo die Stallmeister eventuell stattfinden, wo man die eben kaufen kann. Ja, gut, wie auch immer, beginnen wir mit Stall Nummer 1. Gib ein bisschen EP. So niedrigen Level steige ich Level auf alleine mit den Stallmeistern. Das gibt's ja nicht gleich. Erster Stall, eine Wolfshöhle. Oh, wie genial. Besser hätte es nicht begehen können hier. Was? Noch einer? Hä? Warte mal, ich reibe kurz die Augen. Ist immer noch eine Wolfshöhle. Krass. So, Stall 3. Wenn jetzt nur einer rauskommt, wäre ich bekloppt. Ja, schade. Ziegenstall. 2 Orange. Ja, aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden, also da kann ich nicht klagen. Das ist krass. Stall Nummer 3. Ah, jetzt geht's los. 2 richtig geniale Ställe und dann bekommt wieder der richtige Schrott raus. Schafstall 2 Orange. Ja. So, nächster Stall. Ein Level Up. Ein Katzengehege oder Katzenstall. Jo. Oh, ist das so nice. Über was würde ich mich jetzt noch freuen? Jetzt habe ich noch 3 in der Zahl. Ich hätte noch gerne, muss ich sagen, einen Froschstall. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich jetzt am meisten drüber freuen, wenn ich jetzt hier noch einen Froschstall rausbekommen würde. 3 in der Zahl habe ich noch. Also, das ist schon mal der richtige Wahnsinn hier. Wahnsinn, wirklich. So. Vorverletzter Stall. Wird ein... Was wird's? Ein Hamster. Jo. Habe ich zwar nur ungefähr 25, ne, so viel auch nicht, aber den einen oder anderen habe ich schon, brauche ich nicht unbedingt, aber ist ja zum letzten Mal, weil ich kann übrigens auch gerne bei Zeit, ich werde mit der Zeit dann eben auch einige von den Stellen bzw. Bäume, was da eben hier stehen, dann auch bei Gewinnspielen verlosen, also jetzt nicht so, ja, das ist alles sowieso schickt er nur auf seine Hauptfarm, nö, das werde ich dann auch teils dann bei Gewinnspielen auch übrigens verlosen, hier zum Gift und Trade. Welche immer so, nächster Stall. Mausstall. Ja. Den stellen wir gleich noch ein bisschen näher an die Katzen ran. So. Passt perfekt. Gut, und da sind wir schon wieder beim letzten Stall hier angekommen. Mann, geht das schnell hier. Früher war das. Ja, welche Gefühle sind die hier schneller, wenn du draufklickst, wenn die angezeigt oder auch nicht? Ja. Naja, gut. Schafstütz wäre orange. Fazit würde ich mal sagen: 8 Stelle. 1, 2, 3 richtig kacke. Hamster habe ich mehr oder weniger auch schon genügend, aber auch nicht schlecht. Jetzt zum letzten Mal dabei. Mausstall ist auch nicht schlecht. Katze freut mich auch sehr, liebe Katzen. Und die ersten beide gleich eine Wolfshöhle. Ey, das ist ja richtig krass. Also kann mich nicht beschweren. Wirklich der Wahnsinn. Also, das war also meine Ausbeute. Mich würde natürlich auch interessieren, habt ihr euch denn auch irgendwelche Stallmeister geholt? Was habt ihr denn bekommen? Schreibt auch gerne in die Kommentare. Und mehr von da war es auch mit diesem Video dazu. Ich bin sehr, sehr glücklich.